Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Multiplayer-Ausgabe von Forza Horizon 4. Das erste Magenduell steht an. Ein Magenduell, was wir schmerzlichst in Horizon 3 vermisst haben. Mangels, ja, Modelle der Magen, die wir hier sehen. Audi gegen BMW. Da haben wir uns das nicht lumpen lassen, direkt mal ein paar schöne Duelle rauszusuchen. Natürlich würde rein theoretisch im echten Leben ein paar mehr Duelle noch gehen. Aber mit den Modellen, die wir eben halt im Spiel haben, lässt sich doch schon einiges bereitstellen. Ich würde sagen, wir gehen es ganz, ganz schnell durch, was wir denn da Schönes rausgesucht haben. Und direkt, ja, eigentlich ein Bombenduell schon mal vor unseren Augen. Ein V10-Limousinen-Duell. Das wird man heutzutage nicht mehr hören. Also, dass V10 in Limousinen noch verbaut werden. Und zwar haben wir hier am Start den Audi RS6 von 2009 gegen den BMW M5 E60. Also, da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Und ja, ich kann schon mal spoilern, ich fahre hier bei dem Duell mit. Ja, ihr werdet es gleich sehen, in welchen der beiden Fahrzeugen ich sitze. Dann haben wir ein kleines, knackigeres Duell. Hier haben wir einmal den Audi TTS Coupé gegen den M2 Coupé. Dann, ja, bleiben wir klein und knackig. Ein bisschen, ein paar Jahre älter, die beiden Herrschaften. Auch nochmal ein Audi TT, in dem Fall der Audi TTRS Coupé aus dem Jahre 2010 gegen den 2011er BMW Z4 S-Drive. Dann ein Duell, was auch wieder in die Limousinenklasse zählt, und zwar der Audi RS7 Sportback gegen den BMW M5 F10. Und ein weiteres Duell, und zwar diesmal der Sportcoupés. Hier tritt an der Audi RS5 Coupé aus dem Jahre 2011 gegen den 2008er BMW M3 E92. Und last but not least haben wir nochmal ein Duell der Dicken. Hier trifft eine Kombi-Limo auf ein ganz großes Gran Turismo. Und zwar der Audi R6 Avant trifft auf den BMW M6 Coupé. Mit dabei heute haben wir auch eine schöne Auswahl an Mitstreitern. Und zwar dabei der Andy oder Arkois, FBI, Flyer Racing, Forza Creeper, Higi, Vince, Murmel, The Rupchi, Timix oder Timo, The Fast und Yuma. Grüßt euch alle! Servus. Moin, moin. Moin. Hallo. Ja, bei den Duellen, gleich schon mal vorneweg, bei diesen Magenduellen geht es uns in erster Linie darum, dass wir möglichst gleichwertige Fahrzeuge gegeneinander antreten lassen. Und wir müssen uns beeilen, der Forzaton beginnt gleich. Nein, den nehmen wir natürlich nicht mit. Oh. Nee, da geht es uns darum, dass halt die Jahrgänge, also die Generation ungefähr ähnlich ist, Bautyp in den meisten Fällen ähnlich ist oder dass halt sonst irgendwas die Fahrzeuge sehr, sehr verbindet. Ja, sei es irgendwie durch einen Motorsport oder durch sonstige irgendwie, dass sie in dieselbe Klasse zählen und. Und deswegen gleich schon mal vorneweg, warum fehlt ein Audi A8, warum fehlt ein BMW i8? Ja, da gibt es keinen Partner, der passt gegeneinander. Ja, außer dass beide einen sehr ähnlichen Namen haben, passt da sonst aber nichts zusammen. Deswegen, das sind glaube ich schon die Duelle, die am meisten Sinn machen. Und deswegen haben wir sie auch gewählt. Und jetzt würde ich aber sagen, lange genug geschnackt. Wir wollen natürlich in die erste, ja, entscheidende Schlacht gehen, und das ist natürlich das Track Race. Und ich habe ja schon so einen kleinen Favoriten, ja, wer da gewinnen könnte, also welche Marke da gewinnen könnte. Ich bräuchte übrigens noch die Rechte. Das setzt sich, glaube ich, immer so ein bisschen durch in diesem ganzen Multiplayer. Alter, wie kann man das vergessen, ey? Aber echt, geht gar nicht. Einmal mit Profis. Als letzter, ey. Als erster, hey! Oh. Schiebung! Der M5 ist auf bestimmt ein 5-Sekunden-Auto. Anders macht der Name keinen Sinn. 5 Sekunden, bis keine Reifen mehr da. Aber 5 Sekunden auf der Meile, das, dafür das M5. 5 Minuten auch. Die rote Armee kommt hier. Ja, noch, ja, könnt ihr mit der M10, noch könnt ihr mit eurem Quattro lachen. Ja, ja, also der RS6 Avant, der hat abgeräumt. Scheiße. Ich glaube, es hat gegen den TTS hatte ich keine Chance. Ich glaube, es hat jeder Audi gewonnen, oder? Nee, der TTRS hat verkackt. Was, der TTRS hat verkackt? Ja. Der Z4 war schneller. Ja, aber nicht viel. Liegt am Fahrer. Okay. Ja. Fahrer ist zu schwer. Aber also ich glaube, du gibst also gleich mal die Schlüssel ab vom Audi, bist es nicht würdig.
Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, nach dem dominanten Auftritt bis auf den TTRS, von dem ich jetzt nicht erwartet, aber okay, gucken wir uns doch einfach mal, während ich den Spin drehe und hier diese blaue Sporthose, oh, die hat mir noch gefehlt, zum Glück habe ich die jetzt, macht sich ganz gut, diese blaue Sporthose im roten R6. Nee, gucken wir uns jetzt hier mal den aktuellen Gesamtstand an und da sehen wir, ja, Audi führt aktuell mit 5:1. Gucken wir mal, ob es so bleibt. Ich denke aber nicht. Ich denke, BMW hat durchaus seine Qualitäten, um da noch ein bisschen aufzuholen. Ja, schauen wir gleich mal. Ich würde sagen, wir machen kurz einen Cut und springen dann gleich zum ersten richtigen Rennen, zu einem Sprintrennen. Das heißt, es geht von A nach B. Bis gleich. Ja, diese kurzen Cuts können Fluch und Segen sein, wenn ihr als Zuschauer jetzt wüsstet, wie viel Zeit vergangen ist seit dem Track Race und dem Start. Also mindestens 3 Minuten. Entschuldigung, was hast du gesagt? Vorbild. Ey, das gibt's nicht! Das ist aber auch nur verdient, das muss ich sagen. Warum startet der mit dem höchsten LI vorne? Ja. Wow. Das ist super Stellung. BMW vorne, Audi hinten, ey. Come on. Ja gut, das ist halt, dass die Spannung erhöht wird, weil Audi hat ja schon eine gute Führung hier. Räumen wir das Feld halt von hinten auf. Das war da du. Ich bin jetzt schon an meinem Duellpartner fast vorbei. Was? Ja, fast. Dann kamen die Kurven. Halbe ganz. Ja, dann kamen die Kurven, genau. Ich hab hier noch so ein Rasenmäher rumfliegen. Das Interessante ist halt tatsächlich bei dem Magenduell, wir haben... Die ganzen Fahrzeuge sind vom Leistungsindex nicht mehr als, glaube ich, 68 auseinander. Also das ist echt noch alles im Rahmen. Die Besetzung vom TT ist der Hammer. Der schreit wie Hulle mit nee und dann schaltest du den M2 auf. Ist so Scheiße. Laut, ey. Ich höre mein Auto gar nicht. Ich höre nur den M2 jetzt hier hinten. Du hörst erst ganz laut nee und dann kommt im fünften Gang. Deswegen verschalte ich mich auch die ganze Zeit. Das ist halt zum Kotzen. Dabei habe ich einen fetten V10-Motor, von dem hört man gar nichts. Eieiei, ey. Ich hab mich verbremst. Ach, da vorne ist ja durchs Wasser. Mhm. Warte! Oh. Juhu! Warum wohl das Rennen genommen wurde? Weiß ich auch nicht. Das macht doch hier gar keinen Unterschied, ob man Allrad hat oder nicht. Ja doch, mit dem Allrad kommt man hier durch das kleine Wassertor doch besser durch. Ja, bist du schneller. Davon merke ich aber überhaupt nichts. Ja, ich hab grad 3 BMWs geholt. Schön für dich, ich nicht. Liegt am Auto. Ist dann auch gegen die Wand gefahren, Applaus. Ja gut, das ist was anderes. Kann das der TT Junge. Der einzigste mit 4 Zylinder ist, also der TTS? Ja. Ja. Hat er nicht einen V10? Ich dachte, er hätte nur V12. Was hat sich Audi eigentlich bei dem TTS gedacht? Das Ding ist, das letzte Stück Scheiße hat keine Leistung und geht nicht in die Kurven, bremsen kann es auch nicht. Hey, es hat immerhin 5 Zylinder. Könnt ihr mal die Fahrt stehen lassen? Den doch. Nee. Schon mal leid, Flieg ist auf uns. Zum Glück war da eine Mauer, ey. Nein. BMW weg. Komm, Jungs, wir holen den BMW dreifach Sieg. Kommt schon. Das gibt's echt nicht, ey. Ich bin einfach hier hinten nicht weggekommen. Ich komme allgemein nicht weg. Also vom RS6er Rand das eine Verhalten ist wie damals beim RS7 Sportback. Nicht vorhanden wie ein Haus. Ja. Der Z4 schief in den Kurven. Dann schlimmer stark, wie der TT. Ey, da will ich nichts hören. Dreifach Sieg BMW. Ja. Oh, nein. Schieben noch mehr, wie man gerade gesehen hat. Oh. Eindrucksvoll gesehen hat. Sieht so geil aus beim Zurückgucken. Wie er genau in die Mauer einsticht. Weil ich dachte mir schon, oh cool, ich hole noch Ray in der vorletzten Kurve ein und denke mir, oh fuck, da ist eine enge Linkskurve. Ich würde gern die Marke wechseln. Ich sage jetzt nichts zu der Runde. Hey, also Manuel, du brauchst jetzt gar nicht sagen, du hast freiwillig den TTRS ausgewählt. Ja, ich wusste nicht, wie scheiße der war. Und Timo, der TTRS ist eigentlich prinzipiell geil, aber der Z4 ist halt in dem Fall besser. Vielleicht. Timo, ich würde mal sagen, dass du jetzt auch nichts sagst, ist ja auch berechtigt, wer ja beim Drag Race als einziger Audi verloren was hat. Ohne lange Geraden nehmen oder sowas, enge Kurve, ich glaube, das ist der Audi besser. So, nichtsdestotrotz würde ich sagen, schauen wir uns mal jetzt den aktuellen Gesamtstand an und wie sich das Ganze jetzt nach dem Track Race verschoben hat.
Ja, so schnell kann's gehen. BMW gleicht aus. Ne? Nach der gerade eben führenden Audi-Dominanz ist das alles schon wieder dahin. Kann man mal machen. Ja. Higi und Tim sind jetzt im Zugzwang. Oder Timo sind jetzt im Zugzwang. Ne? Null Punkte. Das sehen die Hersteller nicht so gern. Die sagen einfach nichts mehr. Traurig. Ja, sind einfach eingeschüchtert. Gut, egal. Sprachlos. Oder eingeschlafen. Ja, das ist wohl der. Dafür haben wir beiden Maxis das Maximale rausgeholt. Wow, was für ein schlechter Wortwitz. Oh, Max. Den haben naja, wir die Stimmung runterbringen. Ihr seht, Rundstrecke steht an und das heißt auch im klassischen Sinn das erste Rundstreckenrennen des heutigen Tages bzw. der heutigen Ausgabe gibt doppelte Punktzahl, das heißt das Endergebnis gibt Punkte sowie auch die Rundenzeit. Sprich, wenn man selbst das Duell rein von der Position verliert gegen seinen Duellpartner, kann man immerhin vielleicht mit einer schnellen Runde trotzdem nochmal einen Punkt entführen. Und das kann natürlich das ganze Klassement nochmal komplett umschmeißen. Aber jetzt schauen wir mal. Immerhin muss ich diesmal nicht ganz hinten starten. Ne? Fluch gebrochen. Alter, der Avant zieht ja wie Hölle. Ja, klar. Ja, das ist... Was ist mit dem Kombi los? Weil mit dem wie Kombi, Sau? Aber komm, der S4 haben wir gar nicht dabei. Ja, der hat ja Bau ohne Hütten. Komm zurück! Fängt wieder mit dem unlustigen Witz an. Ich bin dieses Rundkursrennen bis jetzt so wenig gefahren, dass ich nicht so richtig die Typen kenne. Aber, naja, man muss ja immer mal gucken. Eh passt nichts. Uiuiui. Ach Scheiße, es war jetzt so klar, genau diese Kurve. Das hier ist. Das geht mit einem M6 ab. Was ist mit dem Gran Turismo los? Ja, Top Speed, glaube ich, bin ich gar nicht so schlecht. Immer wenn es ein bisschen nur ums Gas drücken geht, da komme ich dann ganz gut ran. Da merkt man, dass ein V10. Ich habe blöderweise den kompletten Schwung auf den schnellen Abschnitt verloren. Boah, ja, und ich nehme gleich die Mauer mit. Alle Audis. Ich kann alles in die Mauer rein. Ja, Quattro oder auch auf Deutsch untersteuern. Ja, steht im Duden als Synonym. Ja, es ist halt, die Quattros sind halt in der Regel wirklich sehr untersteuern. Also, wobei ich nur sagen muss, jetzt hier beim R6 geht's noch. Also ich hätte es viel schlimmer erwartet. Also das Nachfolgermodell hat viel mehr untersteuern. Oh, aber das Heck zieht sich halt, muss man echt sagen. Also bei mir, ich habe echt ein hängendes Heck in den Arsch an dem Auto. Ihr habt halt den Vorteil, wenn ihr mal so ein bisschen auf die Wiese kommt, ist das nicht so schlimm wie bei uns. Ja, man fährt halt auch nicht auf die Wiese, ne? Ja, gibt schon ein paar, die es gern machen. Ist richtig. Deswegen fahre ich auch drauf. So ein RS7 beispielsweise. Remo. Der hat nicht gezählt, oder? Als ob. Never ever. Ja, als ob. Ich muss davor vor. Maxi? Was denn? Was ist mit dir passiert? Ja, ich weiß nicht, mit dem Auto geht gerade gar nichts. Okay. Ich hab gerade mal einen Fehler gemacht. Also zwischen dem M6 und dem RS6 Avant ist etwas sehr eng. Ja. Oh nein. Hautnah, würde man sagen. Alter, wieso ist der M2 so laut? Das ist ja furchtbar. Echt? Und vor allem so schnell durch die Kurven hier. Ich höre meinen Motor überhaupt nicht. Das ist total scheiße. Das Gewinnkonzept, glaube ich, vom M2. Ja, einfach den Gegner total damit nerven. Ja. Mit diesem total schlechten, reinen Sechszylinder-Klang. Wenn der mit so klingen würde wie in Horizon 3, dann würde ich nur sagen, okay, kann man anhören. Wow, ich war gerade zu schwach, den zerstörbaren Zaun zu zerstören. Wow. Ach. Bin davon abgeprallt. Ich aber auch. Es gibt da auch, der Rodal ist, den kann man glaube ich gar nicht kaputt machen. FBI, drück mal A.
Nö. Okay, hier. Ja, ich will ja, aber ab, ja. Passiert nichts bei mir. Ah! Lass mal Nitro zünden. Ah, verdammt, ey. Ich kann's ja nicht. Bei Rundenzeit bin ich gespannt. Ja, okay. Ja. Schneller. Ich bin aber auch ran, ich bin auch rangekommen am Ende noch, aber trotzdem, es ist halt kein Punktgewinn. Oh. Ja gut, bleibt's ausgeglichen bei uns. So ein RS6 ist genauso schnell wie ein M2 von der schnellsten Runde. Boah, der Ray, M6 und R6, ey, das ist ja fast identisch bei euch. Das ist ja mega krass, ey. Ja, Ray, guck, hier habe ich meine Punkte geholt. Yay. Rundenzeit und Gesamt. Ja gut, dann würde ich sagen, dann schauen wir uns doch mal den aktuellen Stand an. Ich weiß nicht, war es jetzt ein Audi oder war es ein BMW? Der hat technische Probleme gehabt, das ist natürlich bitter, aber kann passieren. Er hat das auch nicht gewonnen. Ja. Egal, wir gucken mal auf den Gesamtstand. Ja, und damit setzt sich erstmal BMW ein bisschen ab. Ja, also es hat, glaube ich, jetzt nur ein einziger Audi gewonnen. Ja, der im Zugzwang war. damit führt jetzt BMW 11 zu 7 nach dem Endergebnis des Rundkurses. Jetzt machen wir aber mal noch die Rundenzeiten dazu. Ja, und da setzt sich BMW nochmals mehr ab. Da gewinnt BMW auch 4 Duelle zu 2. Ja, nur das Duell zwischen mir und Andy war tatsächlich, dass es ein bisschen ausgeglichen war. Da steht es jetzt auch 2 zu 2. Ansonsten sehen wir jetzt hier schon mal so eine kleine BMW-Dominanz. Man könnte jetzt sagen, dass die BMWs vielleicht auf der Strecke beim Rennenfahren ein bisschen besser ausgelegt sind, während halt die Audis eher durch ihren Quattro mehr so den Komfortmodus haben. Aber gucken wir mal. Wir haben ja noch ein paar Disziplinen. Ja, aktueller Stand 15 zu 9. Und jetzt kommen wir auch zu einer ganz wichtigen Disziplin, und zwar die heißen drei, so nennen wir das jetzt. Und zwar, das heißt V-Max, Bremsweg und Preisvergleich. Und da möchte ich auch nochmal gleich darauf hinweisen, diese heißen drei sind alles theoretische hochgerechnete Werte. Wir haben nicht die Möglichkeit im Spiel, so wie wir das zum Beispiel in Horizon 3 gemacht haben, diese Werte selber zu ermitteln. Das heißt, der V-Max-Wert, der Bremsweg, das ist alles nicht mehr, machen wir alles nicht mehr selber, sonst würden wir es auch zeigen. Da haben ja viele beim Klassenduell der Super Saloons bzw. der Limousinen ja schon gesagt, ja, warum zeigen wir das nicht mehr? Weil wir es nicht zeigen können. Deswegen ist es eine eigene Kategorie jetzt geworden, das sind eben die heißen drei. Und dementsprechend, ist es jetzt halt eben so. Aber wie ich würde sagen, wir gehen zur ersten Kategorie der heißen drei, und zwar der V-Max-Test, also die Höchstgeschwindigkeit. Und da gucken wir doch jetzt einfach mal drauf, wie sich das Ganze so verhält. Und da haben wir das Ergebnis. Ah. Wow. Oh Mann. Oh Gott. Ah. Nicht so ausgegangen wie erwartet, ehrlich gesagt. Nein, überhaupt nicht. Ja, ich finde es aber, ist aber trotzdem relativ. Nee, okay, nee, Audi dominiert ein bisschen. Ja, aber genau, das bestätigt ja eigentlich nur das, was ich so gesagt habe, ne? Dass Audi so ein bisschen mehr die Cruiser sind, die so auf der Autobahn so ein bisschen Tempo machen. Wenn die BMWs eher mehr so die Sportlichkeit pflegen. Also würde ich es jetzt so ein bisschen sagen. Ja, aber okay. Aber es ist trotzdem zum Teil knapp, zum Teil aber auch nicht. 2 km/h. Also zum Beispiel 3. Bei TTS zu M2 finde ich, ist schon ein gewaltiger Unterschied dabei. Aber sonst, ja, es ist relativ ähnlich. Aber ja. Im Endeffekt entscheidet nicht, wie groß die Differenz war, sondern wer einfach schneller war. Und dann gibt es halt eben den Punkt. Gut, dann würde ich sagen, weiter geht's mit den heißen drei. Und zwar, da kommt jetzt der Bremsweg dran. Jetzt bin ich gespannt. Ich ahne Schlimmes. Und ja, das da habe ich eigentlich. Wow. Also, guck, da hole ich Punkte, Leute. Jetzt hole ich Punkte. Oh, aber das ist interessant. Ja. Also 3 zu 3 geht auf jeden Fall das Duell schon mal aus für die Teams. 20 zu 16 der Gesamtstand. Aber bei mir war ich fast schon klar. Ja, der R6, der C6, der wiegt halt 2 Tonnen. Ja, das Ding ist einfach nur scheiße schwer, bremst wie gar nicht. Das merkt man auch im Rennfahren leider, aber okay. Ja. Aber generell hätte ich tatsächlich BMW stärker eingeschätzt jetzt auf der Bremse. Weil in den vergangenen Spielen ja so. Ja, in den vergangenen Spielen waren BMW, die hatten eigentlich auch im Motorsport, BMW hat eigentlich immer so, kurz darauf rausgehen, eigentlich die geilsten Bremsen. Auch die Rennwagen. Aber ja, gut. Hat sich ein bisschen ausgeglichen und ja, machen wir gar nicht so ein langes Heckmeck drumherum. Es geht natürlich zum letzten Vergleich der heißen drei, und zwar das, der Preisvergleich. Ja, wie schauen denn die Preise hier im Spiel der verschiedenen Fahrzeuge aus? Ich bin mal sehr gespannt. Ein Punkt Gold. Ach, komm. Boah. Oh, das ist der Klatsche. Ich sag doch, hier ist BMW-Gebiet.
Ja, das ist. Audi ist halt echt scheiße teuer, ey. Das der ist R7 wird nur 225.000. Ja, außer der TTS. Das verstehe ich auch nicht, warum. Ist das irgend so eine besondere Edition, die wir im Spiel haben? Das habe ich auch schon bei den. Eigentlich ja nicht. Bei den Limousinen habe ich das auch schon gedacht. Da war er, glaube ich, ja mit der teuerste fast. Also, ich konfiguriere mir jetzt einen R7. Moment. Den gibt es ja gar nicht mehr, den wir jetzt hier haben. Egal. Wenigstens ist der TTS billig. Beim Klassenduell war das so, über der Sportback so der teuerste. Ich koste halt einfach doppelt Abstand. So viel. Ja. Ja, gut. Auf jeden Fall im Gesamtstand sehen wir, dass es jetzt 25-17 steht und ja, gerade ein paar Duelle sich sehr, sehr unausgeglichen jetzt schon langsam gestalten. Gerade jetzt M5, M3, also der M5 F10 zum, und M3 E92 im Vergleich zum R7 und RS5. Da bildet sich schon so ein bisschen Lücke. Genauso auch beim R6 zum M6. Ja, mal gucken. Aber jetzt geht es wieder ein bisschen ums Rennenfahren, was eigentlich ja BMW-Gebiet ist. Also so hätte ich es jetzt gesagt. Aber wir kommen jetzt zu einer ganz neuen Disziplin, die jetzt neu Einzug erhält bei den Klassenduellen und Magenduellen und Länderduellen. Und zwar der Rundkurs bei Nässe. Wird eine eigene Disziplin sein. Dort zählt auch nur das Endergebnis. Rundenzeit ist dort nicht relevant, aber trotzdem halt das Endergebnis. Und bei Nässe, da dürfte ja das Quattro-Hoheitsgebiet sein, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an, nach einem kurzen Schnitt. So, ja, noch laufen die Scheibenwischer nicht, aber die werden gleich ganz entscheidend sein. Ja? Wasserverdrängung auf der Scheibe. ja, wir fahren das Broadway Village Rundstreckenrennen, ein sehr enger Handling-Kurs, was eigentlich den BMWs, denke ich, zugutekommt. Da die Quattros doch eher ein bisschen untersteuernd ausgelegt sind. Aber wie gesagt, Quattro natürlich hilft auch beim Rausbeschleunigen. Echt? Und bei der Traktion. Habe ich mal gehört. Glaube ich nicht. Das ist eine Legende. Ach, wie schön, der M6 ist ganz weit hinten. Ja, nochmal der Hinweis, Rundenzeit zählt jetzt hier nicht rein, das ist nur beim ersten Rundstrecken-Event so, hier zählt jetzt wirklich nur das absolute Endergebnis. Ah, diese Mauer, ey. Die Mauer muss weg. Ah ne, halt, das ist schon ein paar Jahre her, dass der Slogan noch Trend war. Weil der könnte wieder Trend werden, bei Mexiko. Ja. Also der Regen ist schon... Ist ja spürbar, also das ist mal die Frage an die BMW-Fahrer, weil ich merke es auf jeden Audi Fall. Nicht. Ja? Das ist ja, absolut. Also ich merke tatsächlich beim Audi echt nicht so viel davon. Also man merkt schon, der Allrad, der regelt das schon ganz gut weg. Also ja, ich sehe halt. Also ich kann jetzt als so mit dem R6-Wand kann ich halt sagen, das Heck geht ein bisschen mehr, aber das war es auch. Ja, also ich merke gar nichts quasi. Also es fährt sich genauso wie im Trockenen. Ja, die 90-Grad-Kurven, die sind tot. Also da habe ich gar keine Chance. Naja, also ich merke, spüre echt wenig. Also ich muss sowieso sagen, also ich kann auch noch bestehen jetzt hier beim R6. Der hat schon generell schon nicht so einen untersteuernden Quattro. Das ist eigentlich okay, muss ich sagen. Man merkt halt nur das Gewicht. Das ist halt sehr, sehr deutlich spürbar. Und jetzt auch beim Regen im Vergleich zum Trockenen wird es nicht schlimmer. Also ich merke halt, dass das definitiv ein Unterschied ist, weil vorher ist der... Dreier mir weggefahren im dritten, vierten und jetzt ziehe ich einfach die Kurven komplett durch und er hängt hinten nach. Ja, aber ich glaube, es war keine dumme Idee, quasi ein Regenrundkursrennen noch mit in die Duelle mit aufzunehmen. Würde ich auch sagen, weil ich Quattro hätte. Ja, nee, ja, allgemein aber, um einfach halt sowas auch mal so ein bisschen. Eine bestimmte Person hätte gesagt, es kommt nur auf den Fahrer an. Naja, so ist diese bestimmte Person wohl nicht hier, ne? Also ich glaube, das Fahrzeug macht schon viel aus, aber der Fahrer natürlich auch. Aber im Regen liegt der echt Bombe, der Audi, das muss man echt sagen. Gebaut für Schlechtwetter, jetzt haben wir's. Oh, aber die Rundenzeit.
Also klar, ja. Die ist jetzt hier egal, aber wundert mich jetzt. Ja, ich habe auch, glaube ich, ein bisschen auf Vorsicht gefahren. Also ich denke, da wäre mehr drin gewesen. Aber ja, klar, trotzdem gut. Aber egal! Risiko! Aber egal. Sag dazu mal wieder nix. Ja, dann würde ich sagen, machen wir nochmal den Schwenker auf die Gesamttabelle und gehen dann anschließend direkt zu einem Sprintrennen in der Nacht. Da werden dann natürlich die Scheinwerfer überprüft, ja, und ob die Tagverlichter entweder die Angel Eyes oder die ja, ich weiß gar nicht, gibt es da einen Namen bei Audi, wie die heißen? Audi Lights. Audi Lights, alles klar. Ja, vielleicht passt. Jetzt wirklich, oder was? Heißen die wirklich so? Ob nicht. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob die einen Namen haben. Naja, egal. Auf jeden Fall, ja, kurzer Cut. Wir schauen auf die Gesamttabelle. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja, so kann man das auch kommentieren. kurze Pause. Ja, BMW ja, ist weiterhin in Führung, aber Audi hat jetzt aufgeholt durch eben das Rundkursrennen. Also bleibt spannend. Auf jeden Fall. Vor allem, Andi, 4-4. Zwei Rennen stehen noch aus. Wir können als Freunde das beenden. Oder wir können als Feinde auseinandergehen. Ich kann nur noch ein Unentschieden raus und das ist blöde. Weil ich weiß die letzte Disziplin und ich glaube nicht, dass ich da gute Karten habe. Ja, das. Da gebe ich dir durchaus recht. Aber jetzt schauen wir einfach mal. Welche Richtung, wenn BMW jetzt 3 Punkte holt, haben sie den Gesamtsieg schon mal? 3 Punkte reicht schon? Nee. Doch? Ja, nein. Doch, in der nächsten können er nur 6 holen. Wieso können sie da nur. Hä? In der nächsten könnt ihr nur 6 Punkte holen. Also die Audis. Er hat schon, nein, nicht ganz. Doch. Wenn wir ja 3 holen, dann haben sie ja auch 3. Richtig. Ah, okay. Ah, okay. Ah, Anti. Also wir müssen mindestens 4 holen. Dann holen wir einfach 6 Punkte. Ja, egal. Ja. Auf jeden Fall, der Seeufer-Sprintrennen steht an in der Nacht. Oh Gott. Wo muss dann ich jemand so weit hinstarten? Das wer ist schon rausgeflogen? Okay. Schon wieder, Mensch. Ich sag jetzt mal keinen Namen, man weiß ja eigentlich schon, wer rausgeflogen ist. Ja, egal, das sind schon mal weniger Punkte für Vince und Audi. Das ist gut. Ja. Den M3 freut's. Wo ist denn der M5? Ah, da hinten. Tschö. Die Firma dankt. Ich oder da. Ja, vielleicht ist jetzt der kühlere Asphalt ja, auch Manu, mal Quadrolant. Ganz vorne. Deine Reifen frieren jetzt ein, Ray. Deine Reifen frieren jetzt ein. Sofort. Gar nicht. Oh, ich bin schon wieder bei dem M2, wo man nichts hört. Mach dich weg. Jetzt einmal Blitzeis für alle. Ja, ich muss ja jedes Mal auf den Drehzahlanzeiger gucken, sonst kriege ich da überhaupt nichts mehr mit. Nein! Au. Diese Konzentration hier. Geh weg. Ich wollte gerade sagen, bist du ruhig. Oh, ich muss aufpassen, ey. Ja. Bin mindestens doppelt so schnell, wenn der M2 nicht in der Nähe ist. M2 ist mein Kryptonit hier in der Runde. Sei froh, dass der M4 GTS nicht dabei ist. Würde ich erschießen. Ja, aber der klingt mindestens ganz okay. Ja, aber da würde gar kein hier irgendwas noch mehr hören. Gott, das ist die! Turboloch, komm! Boah, ich habe auch nur 0,7 Bar Ladedruck. Da könnte ich auch mal ein bisschen dran rumschrauben, dass es ein bisschen mehr geht. Aber ich glaube, dann springt mir das Ding um die Ohren. Oh Gott, ich hab FBI hier direkt hinter mir. Das gibt's nicht. Alter. Du ziehst halt weg, das ist unfassbar. Ja gut, das ist halt V10 gegen V10 Biturbo, ne? Aber ich muss jetzt irgendwie durch diese schnellen Kurven kommen, ohne viel Zeit zu verlieren.
Ja, ohne Probleme. Wage es nicht, dass du dich noch überholst. Ich schließe dich beim nächsten Teamabenteuer ab. Ja! Ach komm, 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 nein, komm, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein! Ja. Nur weil die Strecke nass war. Da war überhaupt nichts nass. Ich hab's genau gesehen. Irgendwie weiß ich meine 2 km/h Da war eine Pfütze im ganzen Rennen. Ja, guck mal. Da haben wir's doch schon. Ja, die musste ja nicht durchfahren. Oh. Ey, ich muss ja heute der M2 Audi scheiße. Die Ehre hochhalten. Ich habe jetzt in der Folge, glaube ich, mehrmals schon gesagt, dass der Quattro nicht so racy ist. Und dafür hassen mich jetzt wahrscheinlich sowieso schon voll viele Audi-Jünger. Deswegen muss ich das jetzt ja wieder gut machen. Ja, ich versuche das ja nur realistisch zu betrachten. Also, wenn da jemand eine andere Ansicht hat, dann darf er die gerne haben und die auch gerne begründen. Aber das ist jetzt zumindest meine Erkenntnis. Und wie gesagt, beim C6, also im 2009er Audi R6, finde ich den Quattro auch nicht wirklich untersteuernd. Das ist nur das Gewicht, aber das habe ich schon mehrfach betont. Egal, wir springen tatsächlich zur letzten Disziplin, aber vorher gucken wir uns natürlich mal den aktuellen Gesamtstand an und gucken wir mal, wie es in die finale Runde der heutigen Ausgabe geht. Okay, damit steht schon mal fest, Audi kann nicht mehr gewinnen. Ich will jetzt keinem Finger auf irgendjemand zeigen, weil Audi muss es erstmal schaffen auszugleichen. Danach können wir immer noch mit dem Finger auf defekte Leute zeigen. Nee, auf Leute mit Defekten zeigen, so rum. Benchmarks. Aber ja, es steht jetzt ein Dirt-Rennen an. Immer unsere finale Disziplin, schon immer gewesen seit Horizon 2, seit wir diese ganzen Geschichten und diese Duellen machen. Prinzipiell ist ja genau das, auf was Andy hinaus wollte, dass da natürlich der Quattro auch wieder wie beim Regenrennen extreme Vorteile hat. Und ja, schauen wir mal, ob dem tatsächlich so ist. Und ob Audi es tatsächlich schafft, auszugleichen. Fände ich cool, wenn es gelingt. Dann gehen wir hier ganz freundschaftlich raus. Wenn nicht, dann halt nicht. Es wäre halt genau wie in Horizon 3. Horizon 3 waren, glaube ich, auch die ersten 3 Markenduelle oder so unentschieden. Ja, ist echt krass, ja. Das war echt heftig. Na, schauen wir mal. Bin gespannt. Oh, der M6 ist schon hinter mir. Was ja, wir starten auch noch Offroad. Das ist ja schön. Spaß. Ich starte aber halt so weit hinten, ey. Und ja, Kollision ist an. Was? Ja. Die Kollision ist an. Beim letzten Disziplin. Deswegen jetzt nicht mit Absicht abrammen, bitte. Kann er auch nicht im Teamabenteuer. Da war eine Pfütze. Fühlt sich da jetzt jemand betrogen oder so? Ja. Ja. Ich will hier Betrug anmelden. M2, geh weg. Ey. Nein. Aua. Entschuldigung. Die rote Armee rückt an. Was, die Russen kommen? Ja? Komm, mach hin mit deiner blauen Kiste da vorne. Aua. Immer die Hör immer auf die Kleinen. Eckart! Ey! Dann bleib du mal hinten, dann sieht es immer so scheiße aus, dass dein zweiter letzter ist. Jawohl, zieh mir noch ein bisschen weg, ist okay. Ich meinte eher den kleinen Rasenmäher da hinten. Der mir meinte, am Arsch rumzuspielen. Auf. Also, da vorne ist ein BMW ziemlich weit vorne, finde ich nicht cool. Wer kämpft denn gegen den? Er ist 7, kämpft er gegen mich eigentlich, aber der ist ziemlich weit hinten. Der ist 2. Oder ist ziemlich weit hinten. Wir könnten sich die 2 BMWs der Wahl aufhören, den Sorry. GT darum zu bashen. Ich will da gerade vorbei. Irgendwie gerade so ein Parallelflug zwischen mir und Ray. Guck mal, wo ist denn dein Gegner denn? Also wenn du schneller bist, dann geh vorbei. Dann mein Gegner ist auf dem vorletzten Platz, von daher. Sorry, ja, nee. Okay, alles gut. Boah. Alter, habe ich irgendwie Magneten in meinem M5 drin? Ja. Warte doch mal Platz! Ich bin hier vorbei! Ey, der, ey, fass dich. Du, komm, was ist mit deiner Kacke echt bereit, ne? Das ist echt unmöglich jetzt, mal, ey. Aha. Ja, hä? Wenn ich mehr wert, muss ich auch dementsprechend fahren. Natürlich schön quer und breit machen. Zum Glück ist der TT so klein genug, da kann man sich noch schön durchdrücken. Wie schaut es denn jetzt aktuell bei den Audis aus? Hat jeder seinen Gegner hinter sich oder? Ja, ja. Hat sich gerade wieder vorbeigedrückt. Alter, Leute, was macht ihr? Ich fahr gerade hier die ganz Offroad-Variante. Ich bin die gefolgt. Bin wieder vor mir. Ja, solange ich auf der Strecke wieder zurückkomme, alles cool.
Erstaunlich lässt sich der TTS wirklich sehr gut Offroad fahren. Ja, ich wollte gerade sagen, Murmel, ey, der TTS, ey, der zieht da vorne richtig ab, aber ich glaube, das ist wenige Gewicht. Gewicht ja. Ist halt natürlich auch so eine Geschichte, wenn man auf Schotter rumdümpelt. Das ist nass. Boah, komm jetzt. Ey, komm. Jetzt mach doch mal Platz hier. Ja, Juma, was war das denn? Das war freundliches Anlehnen. Ah. Okay. Hiki, mach doch mal. Mach dich nicht so breit. Ey, was schubst du denn? Alter, ist das denn... So, wenn ich hier rumgeschoben werde, darf ich auch mal schieben. Ey, ich schieb mich den Kopf zur Seite. Vorsichtig. Okay, okay, es gibt wieder eine sehr interessante Linienwand von mir. Ah. Gerade mal noch das Ziel geschoben. Aber der M5 ist gar nicht so kacke, wie ich gedacht habe ursprünglich. Du machst dich einfach nur breit, ey. Es ist... Du hast mich in dem Rennen locker 8-mal angeschoben und heulst, wenn ich dir einmal in die Seite fahre. Ich glaube, es ist tatsächlich eingetreten, was wir prophezeit haben, oder? Ja, leider. Ja, jeder Audi ist vor dem BMW. Ja, dann würde ich sagen, können wir doch freundschaftlich das beenden. Also keine Köpfe rollen. Ja, gut, dann können wir auch das Endergebnis hier auch direkt eigentlich schon mal einblenden. Es ist eingetreten, wie gedacht. Und es geht 30-30 aus. Alles geskriptet. Und ja klar, natürlich, alles geskriptet. Andi hat schon gesagt, in Horizon 3 haben wir das auch ganz gut hingekriegt. Die ersten 2-3 Magenduelle gingen auch alle unentschieden aus. Ja, sehr cool, auf jeden Fall. So können wir das mal stehen lassen. Und ja, damit sind natürlich auch die Magenduelle eröffnet. Aber wir wollen natürlich auch noch einen Sprungtest machen. Leider haben wir aber schon in der ganzen Aufnahme, das habt ihr natürlich, weil wir das jetzt ganz ein bisschen geschnitten haben, nicht mitbekommen. Wir kriegen leider die, ja, was, ich kriege einen Alpin geschenkt. Alles klar, super. Nee, leider habe ich gerade ein bisschen Probleme immer, oder wir haben immer Probleme, in dieselbe Sitzung zu kommen. Das habt ihr jetzt in der Aufnahme gar nicht gesehen, ja. Ein Hoch auf das Schnittgewitter. Deswegen, glaube ich, verzichten wir heute einfach jetzt mal ausnahmsweise auf den Sprungtest. Und ja, dafür gibt es noch ganz viele andere, würde ich mal sagen, in Zukunft. Ich bedanke mich trotzdem fürs Einschalten. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen und vor allem auch den Teilnehmern hat's gefallen, auch wenn es ein bisschen eine langwierige Aufnahme war, weil wir ein paar technische Probleme in der Hinterhand hatten, aber so ist es nun mal. Auf jeden Fall 30-30 geht das erste Magenduell in Horizon 4 aus. Audi gegen BMW trennen sich in einem freundschaftlichen Unentschieden. Ich finde, damit können wir leben. Wir sind raus an der Stelle. Macht's gut. Ciao. Bis dann. Tschüss.